Hi, ich bin Constanze für Du hast die Macht. Ihr habt uns gebeten, die Umfrage aus Berlin zum Thema Cannabis doch auch mal anderen Städten zu machen. Ich befinde mich gerade in Stuttgart und werde genau dies jetzt tun. Kommt mit! Sind Sie grundsätzlich für die Legalisierung von Cannabis oder eher nicht? Was ist das? Über was Thema ist das? Habe ich keine Meinung dazu. Ja oder nein? Das ist doch ein wichtiges Thema. Nein. Nein, ihr seid dagegen. Ja. Warum? Das ist eine Droge. Ja, eine Droge. Alkohol ist auch eine Droge. Ja. Es geht um die Legalisierung von Cannabis. Seid ihr dafür? Ich kann mal nichts dazu sagen. Habt ihr keine Meinung dazu? Nein, keine Meinung. Was ist das? Über was Thema ist das? Cannabis, Gras. Ah, Gras. Also die gegen Droge, ne? No? Genau. Ja, das bin ich vollkommen gegen Droge. So. I don't know what you're trying to ask. You are for the legalization of weed. Oh, yes. Yeah, I love weed. Yes. That's the question. Yes. Da dagegen? Wir sind dafür. Warum? Ja, weiß ich nicht. Dann haben wir weniger Stress mit dem ganzen Zeug. Also ich finde, es ist besser, wenn es legalisiert ist. Dann, ich glaube, dann würden es weniger praktizieren, weil nur das Verbotene zieht manches an. Und du? Sorry. Nee, bin komplett dagegen. Finde ich nicht okay. Warum? Weil Drogen verboten gehören. Vor allem wegen den Jugendlichen. Ich meine, die machen sich ja ihre Zukunft dadurch kaputt, oder? Was ist zum Beispiel jetzt im Thema Alkohol? Das ist ja auch... Ja, erwachsene Leute, das ist ein Genussmittel. Also ab und zu mal ein Bierchen oder ein Hefeweizen ist ja gut, ne? Was ist da der Unterschied zu ab und zu mal ein Joint? Ab und zu mal Joint bleibt nicht bei ab und zu mal Joint. Legalisierung von Cannabis, ja oder nein? Nein. Nein? Warum nicht? Sind Sie grundsätzlich gegen Drogen? Ja. Alkohol? Auch dagegen? Ich meine, man kann ja auch Alkohol verbieten, ist ja quasi auch eine Droge. Wenn es auf der Straße getrunken wird, dann auch dagegen. Okay, also komplett Verbot. Denkst du es auch so? Also du bist für die Legalisierung von Cannabis? Ja. Warum? Weil ich finde, dass es ein sinnloses Verbot ist. Ich weiß, dass in Holland im europäischen Durchschnitt weniger Gras geraucht wird als in Ländern, wo es illegal ist. Und ich denke schon, dass wenn die Leute irgendwie illegale Drogen konsumieren und dann merken, dass es gar nicht so gefährlich ist, dass sie dann vielleicht neigen, eher harte Drogen zu konsumieren, die dann wirklich gefährlich sein könnten oder sind. Weil nicht jeder damit umgehen kann, das ist das Problem. Wenn man schon halt kifft, sollte man damit irgendwie umgehen können und gewisse Dinge, alltägliche Dinge, nicht also heißt Schule, Ausbildung, Studium einfach nicht vernachlässigen, was eigentlich das Problem ist, weil sobald man kifft, ist man ja gewissermaßen down und man hat wenig Initiative, um etwas zu machen. Die wirkliche Frage ist doch nicht, ob man das legalisieren will, sondern was man damit verdienen will. Das wird wahrscheinlich dem Staat letztendlich das Wichtigere sein, ob man gerade mit Drogen auch legal einfach Steuern einnehmen kann. Ja, aber der Staat kann ja daran verdienen. Das ist ja nichts unbedingt Negatives. Nein, aber es ist natürlich ein moralischer Aspekt, der dabei auch berücksichtigt werden muss. Genauso wie bei Alkohol. Das richtige Maß zu finden, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und die richtigen Richtlinien für die Vergabe oder für den Konsum umso mehr. Aber ich glaube schon, gerade wenn man noch weitergeht bei Methadongabe, das halte ich für durchaus sinnvoll. Es ist viel, viel schlimmer, Menschen in ihrem Unglück einfach allein zu lassen, die dann abrutschen in Beschaffungskriminalität oder, was weiß ich, gesundheitlichen Schwierigkeiten, als dass ich jetzt hergehe und dann versuche zu reglementieren, indem ich das in einer vernünftigen Art und Weise abgebe. Sind für Sie drogensüchtige Kriminelle oder vielleicht einfach Leute, die auch Hilfe brauchen? In erster Linie auf jeden Fall, die Hilfe brauchen. So, das war's aus Stuttgart. Ich bin jetzt aus der Innenstadt geflüchtet, auf eine der unzähligen schönen Treppen hier in Stuttgart. Ich hatte das Gefühl, es war sehr ausgewogen. Wobei natürlich jüngere Leute immer eher mehr Interesse am Kiffen haben als ältere, aber nicht unbedingt. Was denkt ihr denn zu dem Thema? Oder wollt ihr, dass wir auch mal in anderen Städten fragen? Schreibt uns auf www.duhastdiemacht.de.